Die USA steuern nach dem Politbeben um den abgewählten Chef des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy erneut auf einen Shutdown zu. Das könnte auch Auswirkungen auf die US-Unterstützung der Ukraine haben. Das bisher genehmigte Geld geht zur Neige, neue Mittel müssen her. Focus Online Außenpolitik-Experte Thomas Jäger erklärt, ob die USA Kiew jetzt fallen lassen müssen und wie man in Moskau die Entwicklungen verfolgt. Im Kreml reibt man sich die Hände. Das ist genau das, was man gehofft hat. Dass sich die demokratischen Systeme, die halt viel schwieriger sind, weil nicht Effektivität, sondern die Kontrolle der Macht im Zentrum demokratischer Prozesse steht. Dass diese demokratischen Systeme sich selbst im Weg stehen, sich selbst zerreiben. Also Russland profitiert von dem, was hier zu beobachten ist. Und Russland wird sich denken, dass die Desinformationskampagnen, die seit Jahren laufen, eben jetzt ihre Früchte tragen. Der Übergangshaushalt, den McCarthy mit vielen Demokraten und einem Teil seiner republikanischen Fraktion durchgebracht hatte, der enthält keine neuen Mittel für die Ukraine, weil er das da nicht reinpacken konnte. Er hat schon alles draußen gelassen, was die Republikaner eigentlich wollten. Drastische Sozialkürzungen, scharfe Einwanderungspolitik, weil er sonst die Stimmen der Demokraten nicht bekommen hat. Und es wird aber gemunkelt, dass es im Hintergrund eine Absprache gab zwischen Biden und McCarthy, dass man jetzt in dieser Woche, in der nächsten, eben die Hilfen für die Ukraine auf den Weg bringt. Wiederum überparteilich. Denn es gibt dafür eigentlich eine große Mehrheit. Es sind nur links und rechts ein paar wenige Abgeordnete, die das verhindern wollen. Aber McCarthy ist nicht mehr da. Mit wem sollen jetzt Absprachen getroffen werden? Die Regierung Biden steht jetzt wirklich vor einer schwierigen Lage. Sie hat für etwa 2 Monate noch Geld. Danach kann man vielleicht hier und da noch was tricksen. Aber in 2 Monaten hat sie nicht nur das Problem, kein Geld mehr für die Hilfe der Ukraine zu haben, sondern auch kein Geld mehr, um die eigenen Beamten zu bezahlen, kein Geld, um die Soldaten zu bezahlen. Also da muss eine Lösung her und der Druck ist jetzt enorm groß auf denjenigen, die das lösen müssen. Sie müssen sich eigentlich jetzt als verantwortlich zeigen, haben sich bisher aber ziemlich unverantwortlich verhalten.